Mit der PS5 erwartest du auch eine neue Generation, nicht jetzt irgendwie so ein 2.0-Ding halt, ne? Hab noch TK 40 PS1-Spiele hier rumstehen. Original oder gebrannt? Ich habe auch immer so einen Dude gehabt, der sagt so, oh, ich habe 80 Spiele zu Hause liegen. Und sagst so, ja, gebrannt auf der CD, Alter. Guter Mann. Pfefferwurst, grüß dich gerade mal. Moin, alles klar? Wie geht's? Schön gefeiert, Pfefferwurst. Man konnte damals die PlayStation 2, bevor der Chip überhaupt rauskam, für die... Oh yeah! Bam, Freunde, wortlos! Shiny Star! Leider nicht den weiteren Rekord geknackt, Freunde. Es wäre 1780 Accounter, der hätte schon einen neuen Rekord. Aber hier ist das Shiny, Freunde. Bam! Leider Rekord nicht geknackt. Schade, Alter. Schade. Schade. Es haben nicht sehr viele Accounter gefehlt. Okay, jetzt sieht man auf jeden Fall deutlich den Shiny-Unterschied. Denn das gute Duraludon ist dunkler. Es ist deutlich dunkler, also zumindest auf meinem Bildschirm hier, aber das Farbspektrum ist sowieso anders. Very nice, guys. Very nice. Duraludon. Dunkler. Und ja, es ist voll grün. Grüße gehen raus. Sehr, sehr nice. Hat das gedauert wieder. Das war wieder so ein 1700er. Das Problem ist bei dem Projekt hier, die Schrittzahl hat hier viel, viel länger gedauert als bei Thermopod, ne? Thermoplastik. Das heißt, hier habe ich mich viel, viel länger, muss ich mich damit beschäftigen halt, ne? Holy moly. Das heißt, wie immer, Freunde, wir gucken mal kurz auf die Eier. Kurz mal gucken. Noch zwei ausbrüten und dann gehen wir mal schnell das gute Ding ja, aus dem Ball rauslassen halt. Mal gucken, was abgeht. So. Holy moly, hat das lang gedauert. Boah. Also mit lang wirklich lang, weil die die Schrittzahl ist dauert lang bei dem Viech. Die ist echt länger. Und dann halt so viele Accounter bei der Schrittzahl, dann ja, das geht schon. Feuerzeug ist da. Letztes Ei schnell ausbrüten, vielleicht noch einen Schein hinterher. So mitnehmen, vielleicht maybe. Komm mal! War das jetzt das letzte Ei? Hä? Nee. Wollte ich gerade sagen. Aber warum dauert das letzte Ei so lang? Immerhin im neuen Jahr noch gedroppt. Ich dachte, ich nehme das jetzt mit bei 2020. Aber ey, das ist so mies. Ich wollte eigentlich den neuen Rekord schaffen, den längsten Eierzucht-Scheiß. Für mich selber, persönlicher Rekord. Aber nein! Wieder nicht. So, ohne Schillerpin natürlich wieder. Das Projekt ohne Schillerpin. Boah, guck dir diesen Boss hier an. Ich sehe die hinten da gar nicht. Ich sehe die anderen gar nicht. Ich sehe nur den Boss hier. Der hat voll die Metal-Form halt, ne? So chromartige Farbe. So, jetzt erstmal noch kurz mal abchecken, wie das hier mit den Werten aussieht. Das war nicht das Shiny, das ist nicht das Shiny. Das ist das Shiny. 5 DV-Werte, Angriff auf gut. So, und das schauen wir uns nochmal hier an, ob alles noch okay ist, aber muss alles okay sein. Schwermetall ist die Fähigkeit. Ich werde sie auf Leichtmetall draufpacken. Und es ist wieder weiblich. Es ist wieder weiblich, ey. Ach, ich raste gleich aus, Mann. Wieder weiblich, Freunde. So, und Wesenkühn. Aber das wollte ich auch so. Das habe ich auch so bewusst getriggert. Wundert euch jetzt nicht an den Namen hier. 2.1.2020. Meine Switch-Datum ist nicht richtig drin. Das muss ich unbedingt mal ändern. Das stört mich irgendwie so ein bisschen. Aber juckt mich auch irgendwie anders als gar nicht. Ja. Sonst eigentlich alles top, guys. Gutes Ding auf jeden Fall. Gutes Ding. So, das heißt, das machen wir raus hier. Leicht grünlicher Touch auf jeden Fall. Die DV-Verteilung ist hier perfekt. Ja, ja.
Das liegt daran, dass mein Wesen ja auf Dings ist, auf Verteidigung plus, Angriff minus. Das heißt, ich habe auf 6 DV, also mein Max-DV-Wert habe ich auf Verteidigung bekommen. Und minus bei Angriff. Also besser geht's ja gar nicht. Ne? Das heißt, du kannst das Spiel, du kannst das Poki mit 5 DV jetzt Battle Ready so zocken. Und diesen Wert auf gut, auf sensationell zu maximieren, lohnt sich nicht. Das ist Bullshit. Ne? Das ist Bullshit, Freunde. Das heißt, das Ding, wie das jetzt hier ist, das ist so, wie das sein muss. So, okay, wir gehen jetzt mal kurz das Viech mal rauslassen. Und zwar hier. Oh, endlich. Endlich, Freunde, endlich. So. Endlich. Hat er nicht gesagt. So, hier ist der Boy. Bam. Bam. Ist aber auch die normale Animation, ne? Die Sternanimation. Keine Urknall. Aber trotzdem cool. So. Ja, nice. Dann habe ich nächstes Poki, was ich Battle Ready machen werde. Ich glaube morgen, Freunde. Morgen machen wir das Battle Ready im Stream. Also, wenn ihr Bock habt zu sehen, wie man so ein Poki Battle Ready macht mit den Attacken etc., dann seid einfach morgen im Stream da. Das werden wir dann morgen mal machen. So. Ja, Socke, was soll ich machen? Das Leben ist schwer. Aber Duraludon ist noch schwerer. Das war so scheiße, Mann. Ach, köstlich, Digga. Köstliche Poké-Punchlines. Die muss man immer zwischendurch hauen, weißt du schon mal. So, nächstes Projekt. Was wäre das nächste Projekt, Freunde? Was denkt ihr? Hm? Ja, schwer, weil es Schwermetall ist, Freunde. Denkt mal nach. Deswegen schwer. So, ja, was nehmen wir jetzt mit? So, erstmal aktualisieren hier. Junge, Junge, das war fast ein Jahresprojekt. Gefühlt ein Jahresprojekt. So, so, Freunde, was machen wir jetzt hier? Ne, wir gehen jetzt in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich werde jetzt kein Zuchtprojekt machen, Freunde. Ich gehe jetzt hin und her latschen. Was für Züchten, Mann. Ich glaube, ihr spinnt.